Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rising World. Die heutige Folge wird ein bisschen kurz sein, weil sie eh schon zu spät ist. Und ich möchte ganz kurz auf die Problematik eingehen, was gerade auf meinem Kanal passiert ist, beziehungsweise was bei mir privat passiert ist oder was bei mir auf meinem Rechner passiert ist. Egal, ich möchte ganz kurz auf die Problematik eingehen. Und zwar folgendes. Ich habe mir gedacht, so am Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, ey, pass mal auf, Marcel, Roleplay, wie auch immer. Ich hab Bock, ich möchte meinen Rechner mal richtig schön aufräumen. Machst du mal alle Treiber und updatest die. Hab alle Treiber geupdatet und so weiter und so fort. Hab ein bisschen Registry geklärt und alles war supi. Alles war toll. Es lief auch alles super schnell. Ja, die Sache ist nur die, auf einmal konnte ich nicht mehr rendern. Ich konnte die Videos nicht rendern. Ich war tierisch angepisst. Ich hang also am Donnerstag die ganze Nacht und Freitag dann abends auch noch alles dahinter und habe versucht, diesen ganzen Fehler zu beheben. Erstmal, Wiederherstellungspunkt ging gar nicht. Danke Windows 10, dass ihr das so super unterstützt. Dass ich dann im Endeffekt das Ganze anders machen musste und sagen musste, pass auf, setz mir mein Windows zurück. Windows zurücksetzen, kein Problem, wird sofort erledigt. Windows zurückgesetzt, alles fehlte. Alles. Ich musste also komplett alles von vorne neu installieren. Ja. Hat sich jetzt ein bisschen hinausgezögert. Samstag muss man natürlich auch noch was machen. Also heute habe ich halt noch Weihnachtsmarkt und so weiter, war ich noch ein bisschen mit der Familie. Halt, man hat ja auch noch private Verpflichtungen, ne? Aber ich versuche jetzt alles so schnell wie möglich zu regeln und zu handeln, um wieder in den normalen Kreislauf reinzukommen. Ja, da habe ich auch die Unterstützung meiner Familie, die dann dahinter steht, selbst wenn sie manchmal auch dann trotz alledem immer noch dazwischen spricht. Aber trotzdem, sie ist halt da und unterstützt und sagt, klär das erstmal, mach das erstmal wieder ordentlich, weil das kann ja auch kein Dauerzustand sein, dass es da so viele Probleme gibt, ne? Vorteil ist jetzt nach der Neuinstallation, es läuft bei weitem schneller. Das muss man ja schon mal sagen, das ist schon mal super, dass es alles schon mal schneller läuft. Aber ich muss natürlich noch einiges konfigurieren. Soweit ist schon mal alles da. Bei den Streams muss ich halt auch noch ein bisschen arbeiten, aber das ist auch in Ordnung. Meine Güte, das kommt dann halt mal vor. Und ja, jetzt heißt es dann eigentlich nur noch rendern und deswegen ist die Folge halt heute auch mal ein bisschen kürzer als sonst. Denn ich möchte diese Folge so als Erklärung veröffentlichen. Ah, ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. So. Genau, so kommt das hin. Ja, und deswegen, ja, nicht wundern, dass es dann hier zu diesen sogenannten Verschiebungen kommt. Ich versuche sie trotzdem in der gleichen Reihenfolge rauszubringen, die Videos. Denn ich hatte zum Glück nichts geplant. Also, das war vielleicht aber gerade mein großer Fehler. Normalerweise plane ich immer vor, aber hier diesmal nicht. Es war so klar. Es war so klar. Genau. Ja, wie gesagt, also, deswegen nicht wundern, es wird auch über Nacht ein paar Videos kommen. Da muss ich noch aufnehmen und heute Abend wollte ich eigentlich dann noch, oder jetzt gleich, oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen soll, je nachdem, wann ihr es wieder seht, wollte ich dann halt noch mit meiner Frau ein bisschen schön gemütlich vorm Fernseher sitzen. Also ein bisschen Familie möchte ich auch noch haben. Aber ich versuche soweit alles wieder in Lot zu bekommen. Wie gesagt, Vorteile ist, nachdem es gesäubert wurde, es ist alles wieder schneller, rasanter. Aber trotzdem, ja. Nee, so ist doof. Ist es so? Ernsthaft so? Okay. Ja. Von daher kriege ich die Videos auch schneller durch. Jetzt hat er jedenfalls alles sauber installiert. Also ich habe jetzt auch gar keine großen Probleme mehr, jetzt, dass da irgendwas ist. Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, das ist Photoshop. Aber darum kümmere ich mich noch. Ist halt jetzt zurzeit mit ein bisschen Umweg. Also ich muss jetzt über 3 Programme, um überhaupt eine Grafik da einbinden zu können. Was ich ein bisschen komisch finde. Aber gut, da finde ich auch noch eine Lösung für. Und dann wird das bald alles schon wieder seine normalen Wege gehen. Das sieht cool aus eigentlich. Finde ich immer noch richtig cool gemacht. So schön geschnitten so. Und hier die andere Variante. Ja. So viel dazu. Deswegen auch die letzte Folge. Die wurde ja dann mit OBS aufgenommen. Ich war total übersteuert und alles. Das war ja dann auch so ein bisschen ärgerlich, wo ich mir dachte, super. Das war jetzt gar nicht so wie geplant. Ja. Gut. Nee, aber ansonsten, Montag, der Livestream startet ganz normal. Und dann solltet ihr die Augen offen halten, denn bald gibt es ein Gewinnspiel. Ja, ein Gewinnspiel. Ich weiß im Überlegen, ob ich es im Stream mache oder nicht.
ich bin eigentlich immer noch am Überlegen, oder ob ich es über YouTube mache. Muss ich halt mal gucken. Fakt ist aber, es wird eins geben. Es wird eins geben. Ich habe es schon lange angekündigt. Ich habe lange darauf gewartet. Eigentlich sollte es schon letztes Jahr kommen. Aber hey, machen wir es dieses Jahr. Wir sind drin. Ah, gut, das passt auch noch. Klappe zu. Klappe zu. Danke. So. Jetzt haben wir ein bisschen wieder was geschafft. Wie gesagt, eine kurze Folge. Die wird jetzt dann gleich gerendert. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Folgen wieder in einer normalen Länge. Und sowieso Samstag ist ja eh mal so ein Ausnahmetag. Du kannst dieses Objekt nicht aufheben. Ah, der Pox. Das war wieder typisch Pox. Irgend so eine Neonröhre oder sowas, ne? Was mich wundert, dass sie hier gar kein Glas platziert hat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und schaltet morgen wieder ein, wenn es weitergeht mit Rising World. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.